Berger ist bei mir, Dominik. Der Speer flog über die 56-Meter-Marke. Wie zufrieden sind Sie damit? Ja, ich bin sehr zufrieden. Es war Saisonbestleistung. Und sowas habe ich mir circa gedacht, dass ich werfen kann. Vielleicht bei besseren Bedingungen noch ein bisschen weiter, aber es war schon sehr gut. Auffällig ist, dass Sie beim dritten Falmner ein relativ großes Stück weitergekommen sind. Warum? Ja, der Trainer hat mir die Einweisung gegeben, weil ich immer bei den ersten zwei Würfen zu weit nach links rausgestiegen bin, dadurch keinen gescheiten Block gehabt habe und immer vorbeigeworfen habe. Und beim letzten Versuch habe ich das besser hingekriegt und da sind gleich 3 Meter mehr. Wir haben hochgerechnet, was für eine Zeit Sie laufen müssten über die 1500 Meter, um doch noch persönliche Bestleistung hier in Götzis zu erreichen. Es wären 4:29:71. Ist das außer Reichweite da möglich? Ja, es wird schwer werden. Ich probiere sicher alles, dass ich schaffe, aber ja, ich muss auch schauen, die was vor mir platziert, beziehungsweise knapp hinter mir platziert sind, dass ich den Schach halte und dann schauen wir, was am Schluss dort steht. Es gibt neben der persönlichen Bestleistung auch noch ein anderes tolles Ziel. Top 10 in Götzis, wäre das, was für Sie richtig schön wäre? Ja, sicher, wäre es ein super Ergebnis, würde mich freuen. Dann gibt es vielleicht auch ein bisschen Taschengeld und ja, das wäre super. Ja, 1500 Meter, der Abschluss. Wie froh sind Sie bei diesen Bedingungen, dass sich das Ganze schön langsam hier in Götzis heuer dem Ende neigt? Ja, also froh. Ich meine, das Publikum, das gehört echt gelobt hier in Götzis. Das ist ja ein Wahnsinn. Die sind 2 Tage im Stadion und es ist saukalt und Regen immer. Die stehen da und feuern an, also die heizen eh richtig an. Danke, Dominik. Alles Gute für den abschließenden 1500 Meter.